Hallo ihr Hexen und Zauberer da draußen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Harry Potter und der Halbblutprinz auf der PlayStation 3. Es ist immer noch der 19.11., jetzt aber um 10.35 Uhr. Und beim letzten Mal, Leute, ich weiß nicht, was da los war. Wir haben so viele Wappen bekommen. Gerade zum Schluss auch nochmal und am Anfang der letzten Folge. Ich glaube, es waren 6 Wappen oder so. Jetzt fehlt nur noch ein einziges, was wir im freien Spiel hier holen können. Und ich habe schon viele Sachen jetzt besucht und kann da jetzt einiges... Einiges schon ausschließen. Warum willst du das wissen? Aber wir haben ja immer noch nicht das letzte Wappen. Das heißt, es muss noch irgendwo eins geben, was ich noch nicht habe. Aber es zeigt mir halt auch immer wieder, dass... Ja, dass... Dass das auch wirklich einfache Wappen sind, die ich da nicht habe. Die ich bisher nicht hatte. So richtig einfache Wappen. Jetzt natürlich die Frage... Ist natürlich die Frage, was... Wo ist das letzte Wappen? Und ich bin ultra heiß jetzt drauf, das vielleicht in dieser Folge zu finden. Wenn es nichts wird, dann ist es halt einfach so. Aber wir arbeiten uns jetzt Schritt für Schritt in Richtung Platin-Trophäe. Das ist jetzt das Ziel. Es wäre natürlich schön, wenn es eine Löwenstatue oder sowas wäre, aber ich glaube wirklich, die habe ich mittlerweile alle. Also das kann eigentlich nicht sein, aber... Ja, ich kann mir nicht sicher sein. Woher soll ich das... Wie kann ich das mit Sicherheit sagen? Es wäre natürlich toll, wenn Nick mir mal irgendwann mal einen Tipp geben würde, weil bisher hat er mir... Schön, dass ich dir helfen konnte. Sehr schön. Gut, dann ich mache wieder irgendwas, zum Beispiel hier... Krankenflügel oder sowas. Einfach nur, damit er halt mit uns mitfliegt und uns vielleicht diesen entscheidenden kleinen Hinweis gibt, den wir brauchen. So einen kleinen Hinweis, so, hey, guck mal hier, das war Gold wert in der letzten Folge, da nochmal in den ersten Stock zu gehen. Bei dieser Hängebrücke, das hat richtig was gebracht. Zaubertrankabkürzung ist ganz nett, aber bringt uns nichts. Gehen wir doch mal in den zweiten Stock. Wenn es der zweite Stock ist. Müsste eigentlich. Ne, dritter. Wo ist eigentlich der zweite? Gibt es eigentlich den zweiten hier in diesem Schloss? Gibt es den? Das ist der zweite, ne? Der führt aber, glaube ich, zu nichts. Weil hier ist der erste. Der erste und dann kommt dann aber der dritte. Weil das ist der zweite. Das ist einfach eine Abkürzung. Und da ist dann schon der dritte. Aber ich glaube, im dritten... will ich eigentlich sagen, habe ich alles, aber... Vielleicht ja auch nicht. Nick, bist du eigentlich noch da, oder? Ach so. Ich wette, das ist wirklich was ganz, ganz Einfaches. Ich wette, das ist ein Wappen, das ist wirklich wie jedes andere auch, was einfach vielleicht sogar irgendwo blöd rumliegt nur. Weil immer, gerade immer hier so, immer oben gucken. Das muss ein Reflex sein. Einfach immer direkt umdrehen und über die Tür schauen. Immer gucken. Ich meine, hier hatte ich ja auch schon mal eins geholt, aber... Na, man weiß es ja nicht. Irgendwo muss es ja sein. Also ich hoffe, ich werde in dieser Folge überhaupt dann eins finden. Es wäre toll, wenn ich es in dieser Folge finden würde. Wenn nicht, dann muss die Suche weitergehen. Aber wir fahren ja auch währenddessen hier die ganze Zeit Mini-Wappen. Also es ist ja kein... Es muss ja eh gemacht werden. Jetzt, wo du sagst, eigentlich nicht. Hier habe ich alles abgesucht, oder? Lieber noch einmal hochgehen, als dass ich dann da doch wieder was übersehen habe. Hi, Harry. Nee, da ist alles. Das ist, glaube ich, soweit alles durch. Ja. Sieht gut aus. Da habe ich alles. Ja, dann hier durch. Die Hängebrücke. Ah, das wäre zu schön, wenn da jetzt noch... Wenn das einfach eine Löwenstatue wäre oder sowas. Schade, schade, schade. Ne, da habe ich das aber leider auch schon, das Wappen. Hier vielleicht nochmal gucken, hier direkt über. Ah, nee, schade, schade. Er ist irgendwie gruselig.
Gryffindor stinkt. Und das soll der Auserwählte sein? Das habe ich auch. Ich gehe hier nochmal hoch, vorsichtshalber. Ich habe hier schon so oft nachgeguckt, ich weiß, aber ich will das ein für alle Mal ausschließen können. Oh, das waren viele Wappen. Ah, egal, Pech gehabt. Oh, für einen Moment dachte ich, da wäre eins. Da kommt man nicht rein, da kommt man auch nicht rein hier, ne? Nein. Ach, schade, schade. Was war das hier? Hier vielleicht einfach mal gucken. Ich gehe gleich wieder zurück, aber ich will nur einmal schauen. Einmal kurz gucken. Warum willst du das wissen? Ich will nur einmal kurz gucken. Lass mich nur einmal kurz schauen. Nur einmal kurz gucken. Nur ganz kurz, Lucia. Ich will gleich wieder nicht zurück. Ich sehe es schon kommen. Nick, du könntest mir auch wirklich mal jetzt helfen. Du würdest wirklich, also du wärst der MVP dieses Let's Plays, wenn du jetzt einfach sagen würdest, hier, da ist noch ein Wappen. Willst du das nicht mal mitnehmen? Das wäre so einfach direkt die Nachricht für mich. Zack, da ist noch eins. Das wär's dann. Das wäre so geil, das wäre so gut. Nee, keine Spezialbehandlung. Oh, wenn das einfach irgendwo jetzt wäre, ne? Dieses Glücksgefühl, was man dann bekommt. Wenn man einfach dieses letzte Wappen findet. Aber keine Ahnung, wo das sein soll. Oh, man wird ja auch irgendwie ungeduldig. Jetzt ist es ja nur noch eins. Hier ist Zauberkunst, da war ich ja auch schon. Hier in der Ecke war mal eins oder so. Oder da hinten. Und da oben. Also die habe ich auch schon. Den kann ich auch ausschließen, den Raum. Da war eins an der Wand. Warum machst du das? Okay. Die scheinen ihren Spaß zu haben hier. Da waren wir auch schon. Hier wäre natürlich geil, ne? Hier einfach so ein Wappen. Leider war ich hier schon. Ich habe hier, glaube ich, auch schon alles mitgenommen, was man mitnehmen kann. Hier hinten war eins und hier lag auch, glaube ich, einfach eins so rum. Oder so. Von daher eher unwahrscheinlich, dass hier noch was ist. Also Bibliothek kann ich jetzt auch mal abhaken. Da wird nichts mehr sein. Oh, jetzt fange ich auch schon damit an. Ich werde ungeduldig. Ich merk's. Zum Glück ist Dumbledore nicht hier, Potter. Diesmal keine Spezialbehandlung für dich, was? Nö. Brauche ich auch gar nicht. Wenn ich ein Wappen jetzt bekommen würde, dann wäre ich wunschlos glücklich. Hallo, ich möchte durch. Oh, ein Wappen. Sehr schön. Es hat sich jetzt schon gelohnt, die Folge. Einfach dafür. Für die ganzen Mini-Wappen. So, hier oben war ich. Okay, das ist ja... Das ist ja okay. Ja, ja. Gehen wir mal wieder zurück. Boah. Hallöchen. Harry. Riesen. Sie sind unheimlich. Hängebrücke war schon. Hatten wir. Erledigt. Aber das leuchtet zum Beispiel auch, oder? Habe ich das richtig gesehen gerade? Nö. Warum leuchtet denn das eine Wappen da draußen? Das macht mir echt Sorgen. Habe ich das vielleicht doch nicht? Aber das... Hey, Harry! Nee, das muss ich haben. Das habe ich schon geholt.
Aber warum glitzert es dann? Warum glitzert es dann? Was soll das? Kann das mal aufhören zu glitzern? Das macht kein einziges Wappen, bis auf das. Jetzt mal ganz gründlich hier draußen nochmal gucken. Jeden Millimeter absuchen hier. Okay, du, dich hatte ich schon. Das ist schade, Mann. Einfach so eine Löwenstatue, deren Quest ich noch nicht abgeschlossen habe. Das wäre so schön. Es wäre so schön. Ach, Mann, wäre das schön. Incendio! Incendio. Warum? Warum leuchtest du? Warum leuchtest du? Das irritiert mich. Als ob ich die noch nicht hab. Ich mein... Hi, Harry. Hallo? Warum leuchtest du? Warum leuchtest du? Oh! Oh mein Gott, Leute! Das war wirklich noch aktiv! Deswegen hat es auch geleuchtet! Das ist das letzte Wappen, Leute! Wir haben es! Das ist es! Das ist es! Ich habe sie alle gesammelt und das fast ohne Hilfe von Guides, weil die mir eh nicht wirklich geholfen haben. Gut, ich sag mal so vier, fünf Stück habe ich durch Guides wirklich gesammelt, weil ich da nochmal darauf hingewiesen wurde, dass man da nochmal nachschauen kann, aber das meiste habe ich ohne Guides gesammelt. Das war's! Oh mein Gott, ihr habt mir bestimmt in die Kommentare geschrieben, dass ich das noch sammeln muss. Und deswegen hat es auch geglitzert. Es kam mir immer komisch vor. Jedes Wappen, was ich gesammelt hatte, hat nicht mehr geglitzert. Aber das sah auch nicht wirklich mehr so richtig... Das war nicht so ganz glänzend wie die anderen Wappen. Deswegen dachte ich, okay, vielleicht ist das halt einfach so. Und dann habe ich es auch nochmal versucht, glaube ich, in der letzten Folge sogar das abzuschießen. Hab's dann aber nie richtig getroffen. Und deswegen... ist es auch nicht runtergefallen. Och, das ist so Glück, ne, dass ich das jetzt da gesucht habe. Dass ich hier nochmal lang gegangen bin und noch es einfach nochmal versucht habe. Sonst hätte ich das ganze Schloss abgesucht, vielleicht noch 4, 5 Folgen lang. Und hätte einfach nichts bekommen. Ja, das ist es dann erstmal, würde ich sagen. Legen wir eine kleine Suchpause ein, oder beziehungsweise wir müssen nicht mehr suchen. Wir müssen nicht mehr suchen. Jetzt geht es nur noch dann darum, die Mini-Wappen zu farmen. Also einfach nur noch durchs Schloss laufen und dann die Mini-Wappen immer einsammeln. Immer und immer und immer wieder. Aber jetzt möchte ich erstmal nochmal, bevor wir das machen und dann in Richtung Platin marschieren, möchte ich da gerne nochmal ein bisschen uns, dass wir uns so ein bisschen um die Abzeichen kümmern. Wir gucken noch einmal, was wir überhaupt machen müssen noch. Es gibt so ein paar Abzeichen, die ich noch nicht habe. 9 Leben. Ich glaube, das kümmere ich mich gleich mal drum. Und Kämpfe müssen wir verlieren. Petrificus Totalus. Genau. Und da möchte ich gerne wieder... gehen wir jetzt mal an. Petrificus Totalus kontern. Lass mich dadurch jetzt auch nicht mehr frusten, wie es das eine Mal war. Aber da war es auch schon spät, glaube ich. Deswegen, da war ich sowieso schon so ein bisschen... Da war mir das irgendwie alles ein bisschen zu viel, aber jetzt mache ich das ganz entspannt. Ich habe alle Wappen. Alle 125 Wappen. Herrlich. Und das eigentlich... recht schnell, muss ich sagen. Ich habe echt befürchtet, ich muss dann auch mal richtig viele Folgen noch mal raushauen, um die alle zu finden. Aber das ging ja dann doch im Endeffekt klar. Also das war ja... Es war schön. Es ist herrlich. Alle Wappen sind gesammelt. Jetzt müssen wir nur noch Mini-Wappen farmen. Es ist so herrlich. Zum Duell gegen den Senior-Champion von Slytherin tritt an Harry Potter. Harry Potter, Round 1. Fight! Ja, kommt ihr jetzt mal zur Sache, oder? Hallo? So, einmal das machen. Einfach mal ein bisschen ablocken, komm. Boah, ich glaube, das... Mist. Hätte ich machen sollen. Och. Aua. Das tut doch weh. Oh, nee.
Den hätte ich blocken müssen. Weil ich habe immer noch keine Ahnung, wie man dieses Bonus-Quidditch-Level freischaltet. Ich nehme an, man muss alle... Alle Abzeichen haben. Und alle Wappen. Ich denke mal, das ist der einzige Weg. Ach Mist, das war der falsche. Aber egal, einfach immer diese besonderen Sachen blocken. Also es schadet auf jeden Fall nicht. Oh, das war er. Jetzt hat sie ihn wieder gemacht. Komm her. Ach, den muss ich blocken. Ist doch egal, denn selbst wenn sie getroffen wird davon, dann ist sie doch erstmal gestunt für einen Moment. Das war er nicht. Das ist nur dieser Blaue. Nur dieser Blaue. Der. Boom. Jawohl. Den muss ich blocken. Immer und immer wieder. Ich habe keine Ahnung, bei wie viel wir jetzt aktuell stehen. Es könnte auch sein, dass wir es jetzt schon geschafft haben. Aber ist geil, ich bin so froh mit diesem Wappen. Das ist so herrlich. Ist mir doch jetzt egal, was hier in der Folge noch passiert. Das ist alles egal jetzt. Ja, seht ihr, jetzt wird sie auf den Boden geschleudert und das ist es. Gewonnen. Ja, zumindest einmal geblockt. Das ist doch schon mal etwas. Au. Darf ich vielleicht erstmal ein bisschen Distanz aufbauen zwischen uns? Au. 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 Hallo? Sollen wir bitte aufhören jetzt? Oh. Das ist... Nein, hätte ich blocken müssen. Ah, komm, egal. Einfach machen. Dann habe ich wieder ein bisschen Zeit, es aufzuladen. Und dann kann sie jetzt direkt den nächsten hinterher schleudern, bitte. Na, jetzt kommt erstmal ein aufgeladener Shot. In der Regel wird man nicht getroffen. Jupp, den muss ich zurückschleudern. Boom! Nummer 2. Also wieder zweimal geblockt. Das könnte ja vielleicht schon reichen. Komm! Oh, Harry Potter ist der Sieger. Zweimal abgeblockt. Lief doch gut. Bitte gib mir jetzt das Abzeichen schon. Ich muss doch schon einige Male das geblockt haben jetzt. Aber ich glaube ich glaube nicht, dass ich schon 9 Mal habe. Vielleicht habe ich jetzt 5, 6 Mal oder so. Weil so oft ist mir das nicht gelungen eigentlich, wenn ich ehrlich bin. Doch, 9 Leben. Sehr schön. Haben wir das also auch schon mal abgeschlossen. Muss ich also auch nicht mehr machen. Jetzt muss ich nur die Duelle verlieren. 10 Mal, glaube ich, oder? Der Stolz von ganz Slytherin, unser Hauschampion, wird nun eigenhändig Harry Potter schlagen. Ja, schön für dich, mach das doch. Ich glaube, jede Runde zählt als eine Niederlage. Das heißt, ich muss jetzt 5 Mal verlieren. So habe ich das im Trophy-Forum auf jeden Fall gelesen. Hey, mach mich kaputt. Mach mich fertig, komm. Mach mich alle. Komm, hitte mich richtig hart. Ja. Was? Wie kannst du denn da. Hallo? Jetzt kannst du mich bitte mal treffen? Hallo? Mach mich alle jetzt. Okay. Es ist so bescheuert, ne, absichtlich zu verlieren, aber... Was soll ich machen? Das Spiel verlangt es von mir. Also mal gucken, ob das jetzt vielleicht... Vielleicht schalten die Abzeichen schon die Bonusaufgabe frei beim Quidditch. Wenn das der Fall sein sollte... Werde ich aber trotzdem erst die Mini-Wappen alle sammeln, bis wir die Platin haben. Und dann ist das quasi der krönende Abschluss des Let's Plays. Dann ist das quasi meine eigene 100% Platin-Belohnung. So. Niederlage. Ja,
Ja, freut euch mal, ist doch schön für euch. Und nochmal, ein Slytherin, unser Hauschampion, wird nun eigenhändig Harry Potter schlagen. Komm, ich geh jetzt extra nah ran, damit du auch nicht verfehlen kannst. So, bitteschön. Harry Potter vor dir. So starr wie eine Wachsfigur. Das hast du dir doch schon immer vorgestellt, damals, als du ein kleines Kind warst, oder? Na komm. Irgendwie... So richtig effektiv ist das nicht. Ich glaube, ich nehme mehr Damage, wenn ich nicht starr bin. Komm, hitte mich richtig hart. Boos. Oh, das war gut. Ja, okay. Ich darf nicht erstarrt bleiben. Das führt nur dazu, dass es länger dauert, weil man dann irgendwie kaum noch Schaden nimmt. Okay, okay, okay. Jetzt, richtig, boom. Oh, der hat gezwirbelt. Wobei, der hat gar nicht gezwirbelt. Der eine hat da eben richtig gezwirbelt. Das ist gar nichts. Komm, treff. Triff mich. Yes. Weiter. Ah, nein, den sollst du doch nicht machen. Jetzt, boom. Sehr schön, gut machst du das. Gut, gut, gut. Juhu! Harry hängt erstmal ein bisschen ab. Bisschen relaxen. Ich meine, hat er sich jetzt auch verdient nach den ganzen Suchstabharzen. Zack. Und boom. Na komm. Das muss jetzt aber reichen, um ihm den Rest zu geben. Slytherin gewinnt. Und Gryffindor liegt am Boden. Was sonst? Was sonst? Der Stolz von ganz Slytherin, unser Hauschampion, wird nun eigenhändig Harry Potter schlagen. Irgendwann werde ich das hundertprozentig synchronisieren können. Ich arbeite dran. Ich wollte das gerade echt ein bisschen blocken, weil ich keinen Bock hatte, wieder zu erstarren. Mach mich alle jetzt. Komm, das wirst du auch wohl treffen aus der Distanz. Komm. Au, mach weiter. Mach weiter. Immer weiter. Auf der Leiter. Juhu. Ja, ich wollte ihn doch mal nur ein bisschen piesacken. Komm. Ui. Ui. Juhu. Es ist für Harry ist das wie auf einer Hüpfburg. Ist jetzt nicht wirklich beeindruckend, was er hier zeigt. Ach, na komm, ich will auch noch mal ein bisschen Quidditch machen. Daran noch mal ein bisschen arbeiten, das wäre schon schön. Kannst du jetzt bitte mal reinhauen, Junge? Wie schwer ist das bitte hier zu verlieren? Beeil dich doch mal jetzt, bitte. Ich habe noch andere Sachen vor. Ist das, weil ich so mächtig mittlerweile bin durch die ganzen Belohnungen der Wappen? Oder wieso... Wieso verreckt Harry hier einfach nicht? Jetzt aber, komm! Das schaffst du jetzt. Ach, endlich. Das war gerade mal Runde 1, oder? Och, Leute. Also ich habe ja schon mal Runden verloren, ne? Das heißt, das könnte vielleicht hiernach auch wirklich das Ende sein. Ich hoffe es. Ich hoffe, dass es das war dann. Weiter, weiter, weiter. Sehr gut. Sehr gut. Ey, ich verliere fast nichts. Guckt euch das Leben an. Es geht fast nichts runter. Guckt euch das an. Ich hätte gerade mal ein Kügelchen verloren oder so. Das ist so lächerlich. Was ist denn das? Oh ja. Also gerade ist er echt schwach. Weiter, weiter. Super.
Ich weiß nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Es ist einfach nur traurig, wenn ich mir das hier so anschaue. Es ist... Ach, komm jetzt. Jo, jetzt hast du dich... Jetzt hast du mich doch da, wo du mich haben willst. Jetzt gib mir doch mal richtig. Attacke! Jo! Drei Kühlchen noch, dann haben wir es. So, ein bisschen abhängen. Juhu! Komm! Ja, noch zwei Kügelchen, das schaffst du. Komm, das schaffst du. Komm. Ja, super, noch eine Kugel, dann hast du es. Ja, und jetzt gib mir den Rest. Richtig schön auf den Arsch. Und da liegt er. Sei nicht so geknickt, Harry. Du weißt es. Es geht nur um das Abzeichen. Und wir haben es einfach immer noch nicht. Gut. Slytherin, unser Hauschampion, wird nun eigenhändig Harry Potter schlagen. Ich glaube, Quidditch wird doch nichts mehr. Dann machen wir das erst in der nächsten Folge einfach. Ganz in Ruhe. Und danach gibt es dann noch so ein bisschen... Geht das Wappensammeln los. Aber die Auszeichnung hätte ich jetzt schon gerne in dieser Folge. Wenn er dann mal reinhauen würde. Harry Potter. Wenn er mal wieder ein bisschen Schmerz fühlen möchte. Hängt er einfach so ein bisschen. Baumelt er ein bisschen in der Gegend und lässt sich einfach von Slytherins. Von hinten einfach von irgendwelchen. Mit irgendwelchen Zaubersprüchen hitten und merkt trotzdem kaum was. Er ist einfach nur belastend. Er schüttelt auch nur mit dem Kopf. Es ist einfach nur enttäuschend. Warum ist das jetzt so schwer zu verlieren? Ich hab eben richtig schnell verloren. Und jetzt dauert das ewig. Jetzt hitte mich doch mal. Busch. Der hat ordentlich gesessen. Das war echt mal ein guter Hit. Und noch mal ein bisschen abhängen. Ja, komm. Spüren Sie es, Mr. Krabs? Spüren Sie es, Mr. Krabs? Irgendwie muss ich daran gerade denken. Und irgendwie spürt das überhaupt nicht. Oh. So, eine Kugel noch. Dann haben wir eine weitere Niederlage eingefahren. Und dann noch eine. Und dann ist es hoffentlich vorbei. Ich muss doch hier und da mal ein bisschen verloren haben. Das kann es doch nicht sein. Au. Oh, das war's. Runde 2. Ey, Leute, ich will diese Auszeichnung haben. Nein, den machst du nicht. Und das hat, glaube ich, doch mal ein bisschen was abgezogen. Ach, mal wieder ein Baumeln. So. Ich weiß nicht, wer sich dieses Abzeichen ausgedacht hat. Wenn das so schwer ist zu verlieren. Ich meine, vielleicht liegt es wirklich an der Belohnung, die ich bekommen habe, dass ich hier einfach nicht mehr verlieren kann. Vielleicht hätte ich das hier früher angehen sollen. Ich weiß es ja nicht, ne? Ja, bleib einfach so hängen. Das ist okay. Ich würde es wirklich gerne jetzt noch abhaken, damit wir das in der nächsten Folge nicht machen müssen. Damit ich euch damit verschonen kann. Gebt nicht mir die Schuld. Gebt dem Spiel die Schuld, dass sie so eine blöde Auszeichnung einbauen. So ein Schwachsinn. 10-mal verlieren. Pff, was soll das denn bringen? Au. So, gib mir den Rest. Jetzt, komm, das schaffst du. 2,5 Kugeln. Wirst du davor packen. Na, ich schaff gerade mal eine so mit Bretten, eine halbe mit Brechen und Biegen.
Hättest du gerne, dass Harry Potter in deiner Gegenwart erstarrt, oder? Oh, gib mir den Rest. So, jetzt richtig schön auf den Arsch spanken. Er spürt trotzdem nichts. Aber deine Niederlage beweist mal wieder, dass du ein echter Gryffindor bist. Okay, es reicht halt immer noch nicht, ne? Okay, gut. Ich belasse es wirklich dabei. Dann machen wir es halt in der nächsten Folge auch nochmal. Zumindest nur. Ich kann ja einmal gucken hier. Es ist Wahnsinn, dass es noch nicht gereicht hat jetzt. Das habe ich aber 6 Niederlagen geholt. Das heißt, es fehlen vielleicht noch 2 oder so. Oder vielleicht noch 3. Das müssen wir dann sehen. Ich will jetzt aber wirklich. Nee, ich lasse es. Sonst wird es wieder wirklich zu lang. Ich will noch einmal gucken, ob ich dieses Abzeichen nicht vielleicht doch schon habe und es jetzt vielleicht unnötigerweise gemacht hätte. Das wäre wirklich ärgerlich. Da würde ich mir richtig. Da würde ich mich wirklich ärgern jetzt. Nö. 10 Kämpfe verloren und neu gespielt. Nö, das fehlt halt wirklich noch. Und dann fehlt noch Quidditch, Silber, Hartnäckigkeit, aber da muss man nur 6-mal verlieren. Und dann habe ich, glaube ich, alle Auszeichnungen. Dann haben wir alle. Ja, das sieht gut aus. Ja. Das sieht sehr gut aus und die habe ich ja sowieso, da brauchen wir nicht drüber reden. Alles klar, Leute, dann war es das mit dieser Folge für heute. Beim nächsten Mal gibt es dann wieder nochmal ein paar Niederlagen und, einige Niederlagen im Quidditch und in den Duellen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und wenn ihr wollt, sehen wir uns doch beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.